Herzlich willkommen zu einer neuen, Let's Play von Let's Multiplay. Diesmal spielt Anja das wunderbare Spiel Layers of Fear. Ja, Versuchskaninchen, danke. Ja, großartig. Ich sitze einfach im Hintergrund und freue mich ein bisschen. Mal gucken, was denn so passiert. Ich höre nichts. Nee, also, das lädt ja auch noch. Achso, okay. Dauert einen Augenblick. Dauert ziemlich lang. Muss ich schon irgendwas machen? Ja. Okay. Er lädt. Vielleicht. Ah, jetzt. Ich muss dazu sagen, es ist noch in der Entwicklung, das Spiel. Heißt was für mich? Das heißt, dass es noch nicht alle Levels abgeschlossen sind. Ah, okay. Okay. Jetzt kannst du dich erstmal mit der Steuerung vertraut machen. Wo bin ich denn überhaupt? Ich bin noch gleich da. Doch, du bist da. Ah, das bin ich? Ja. Achso, oh, okay. Muss ich jetzt da rein oder irgendwie? Ja. Auch mit dem Daumen umgucken, ne? Du musst jetzt auch den rechten nicht mehr gerückt halten, ne? Mhm. Muss ich da irgendwie... Den Zeigefinger kannst du loslassen. Also, sinnvoll da hoch zu gehen? Ich glaube, du musst da hoch, ja. Du kannst natürlich aus dem... Du kannst ja da auch rechts in die Ecke jetzt rumgehen. Oh, da bin ich da nicht eben... Ach, das ist eine Tür auf, ne? Da ist eine Tür auf, ja. Oh Gott, ich renne dagegen. So, okay. Oh, da drin. Jetzt bist du im Bad drin. Eine Dusche. Wieso kann ich... Ich möchte nach... Ah, okay. Geradeaus reinlaufen? Also... Gerade zu der Schublade hinlaufen. Oh Gott. Also wenn wir wieder, ich muss dieses Symbol kriegen, dass ich es aufmache. Oh, Licht. Ah, das Licht angemacht. Das ist super. Mehr, kann ich jetzt noch irgendwas? Hier, da unten sind doch die Schubladen. Ja. Du kennst das doch. Du hast ich kenn das nicht. An die Schubladen ran. Ja, weil da so ein Symbol drüber ist. Ah. Eine Handtücher drin, falls du gar nicht. Kann ich es auflassen? Ich glaube, ja. Du kannst unten nochmal aufmachen. Dann. Oh Gott. Nee, ich muss das, glaube ich, erstmal wieder zumachen. Oh. Das wollte ich gar nicht, aber ist okay. Ah, siehst du. Und jetzt muss ich da reingucken? Nee, ich glaube, da ist nichts. Ich komme ja auch nicht weiter runter, ne? Nee, du kannst ducken, geht nicht. Du kannst jetzt ja... Hier ist ja nichts. Nee. Kann wieder raus, ne? Kannst wieder raus, ja, ja, toll. Muss nach oben. Rechts die Treppe hoch, da ist vielleicht? Da hängt ein Zettel an der Tür, irgendwie. Du kennst das. Ich kenne das Spiel natürlich nicht. Natürlich kennst du das. Du weißt auch genau bestimmt, wann ich mich extrem grusel. Nein. Wie kann ich jetzt lesen, was da steht? Ich muss doch irgendwie dann ranzoomen, ja, ne? Okay, also da, hier bin ich da falsch. Da kannst du auch nichts machen. Also kann ich hier wieder rausgehen? Oder ja, muss ich kannst hier... Kannst du dir auch den Tisch schon mal denken. Den was? Den Tisch decken fürs Abendessen. Ich muss ja auch dazu sagen, Anja hat sowas... Anja hat früher nie gespielt. Nein. Außer Flipper. Monopoly. Oh, da kann ich auch was lesen. Kannst du was lesen, ja. Oh, das ist ja cool. Da liegt auch eine Flasche auf dem Boden. Ja. Ich glaube, mit der kannst du nichts machen. Soll ich mal Licht anmachen? Oh, da kann ich jetzt was tun. Ah. Okay. Das wäre Licht. Da liegt doch noch irgendwas. Ja. Da liegt doch was auf dem Schreibtisch, ne? Ein Handy. Ein Handy? Nee, das ist, glaube ich, der Schlüssel, den du brauchst. Ein Handy liegt so. Warte mal, jetzt mal hin. Ich glaube, den Schlüssel. Und wie kann ich den nehmen? Einfach ranlaufen. Ah, okay. Und dann... Mit der so drüber fahren, deswegen, genau. Ah. Jetzt haben wir schon mal einen Schlüssel. Ich glaube, das ist bestimmt für die Tür unten, die verschlossen war. Oh, das heißt, ich muss jetzt wieder runterlaufen. Ja. Aber wieso gehe ich nicht voran? Weil du gegen den Schreibtisch läufst. Achso. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja. Dass wir wieder rausgehen aus kannst dem Zimmer. Das ist doch dieser Schrank, den du noch an. Wohl noch den hier? Ja, kannst du gar aber ging der nicht? Achso, vielleicht geht die auf. Die müssen eigentlich aufgehen. Oh. Soll ich hier nochmal genauer reingucken, ob dann noch? Ist immer sinnvoll, in Schränke reinzugucken, aber meistens. Ach du, kommen wir da mit dem Schlüssel jetzt rein? Ich weiß nicht. Ah ja, okay, jetzt zeigt das so an auf jeden Fall. Dann muss ich jetzt. Jetzt hast du den Schlüssel reingesteckt ins Schloss. Ich glaube, jetzt kannst du die Tür öffnen. Achso, die geht jetzt nach da auf. Das ist ja auch doof, ne? Ich gehe da jetzt nochmal rein. Ja, jetzt kann man reinlaufen. Wonach suchen wir eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Spiel selber nicht gespielt. Okay. Ach doch. Doch. Da sehe ich jemand anderes. Da ist jemand. Das bin ich doch nicht. Doch. Oder bin ich das? Das bist du. Lauf mal vor. Du bist kein Mann. Das soll ich sein? Ja. Ich frage mich, warum wir in diesem Raum drin waren. Ich denke, hier passiert mal was Gruseliges. Hier passiert ja gar nichts Gruseliges. Hab ich auch gedacht. Oder der Stockfenster, wo ich gerade hingehe. Kannst du an dem Bild irgendwas machen?
Da? Nee. Und der im anderen? Das hat ihn. Nee. Okay, dann kannst du ja wieder. Dann mich erschreckt mal jemand oder so. Hä? Sieht anders aus jetzt, ne? Ich habe irgendeine Tür aufgemacht. Ich weiß es nicht. Das ist anders. Wieso sind wir nicht einfach nur durch eine andere Tür gegangen? Nee, der Raum hat eine alte Tür gehabt. Kann man das denn nicht aufmachen? Wir gucken mal. Nee. Passiert nichts. Kaputt. Ist dein Fenster zugegangen? Ja. Und doch müssen wir zurücklaufen. Vielleicht ist es jetzt auch mal so komisch. Da müssen wir jetzt durch? Ich glaube ja. Die geht wieder nach vorne. Wieso ist sie hinter mir zugegangen? Die Tür ist jetzt zugegangen? Ja. Ich hab's ja nicht gehört. Stimmt. Ja, wie komme ich jetzt weiter nach unten? Du kannst, also ducken kannst dich nicht. Ich kann ihn doch so klein machen am Stuhl. Ne? Ich glaube, da wird auch nichts sein. Du kannst aber genau die Schublade mal reingucken. Da ist alles nur Malkram. Ich denke, hier liegen Leichenteile. Und passiert ja gar nichts hier. Nee, irgendwie nicht. Du meinst irgendwelche Geheimgänge oder so. Mann. Da ist was. Da passiert was. Ah, Kerzen. Guck mal da. Da hat sich jetzt etwas verändert. Ne? Ja, irgendwas ist gerade. Ist das eine Videokassette? Oder ist das ist ein Buch wahrscheinlich, ne? Ja, in der Zeit gab es keine Videokassetten wahrscheinlich. Nee. Hat sich irgendwas verändert, ja, aber jetzt habe ich sie wieder da. Warum ist das? Hier ist eine 5, 8. Stehen noch irgendwelche Zahlen auf den Bildern drauf? Nein. Also, warte mal, dreh ich mal um. Was ist das hier? Nein. Ein Glühwürmchen. Ja? Ich weiß nicht, da passiert nichts. Naja, nee, okay. Das sind Löcher, da guckt einer durch. Oder? Sieht ein bisschen so aus, ja. Bestimmt. Das ist so ein. Weißt du, da steht einer hinter der Wand und hat da so Spannerlöcher. Ja, das könnte sein, ja. Ich sehe dich. Ich gehe da mal hin. Nee, nee, das ist die Spiegelung. Das ist die Spiegelung vom Licht. Ach so, wie langweilig. Geh mal zur Truhe. Da war ich, aber die ging nicht auf. Nee, geh doch mal dicht dran. Ah. Ah. Und also, wir haben die 8, wir haben die Bilder gesehen mit den Zahlen. 8, 5 war das. Und eine 4 war da auch. Ja? Eine ja. Such mal 8. 4, 5. Sieht da irgendwas? Nee, ne? Nee. Ja, hörst du so ein Klicken oder so, wenn du irgendwie... Ja, ich höre das, ja, das Klickgeräusch höre ich, aber... Klingt das anders, wenn du eine andere Zahl nimmst? Hm, scheiße. Waren das denn diese Zahlen? Mal drücken wir mal rechte Maus aus. Jetzt guck dich nochmal um. Also da ist 5. Also 5, 8, 4. 4. Also entweder 4, 8, 5 vielleicht? 4, 8, 5 oder 5, 8, 4. Ups. Ey. Mann, 4, 8. Magic. Okay, und jetzt müssen wir die Kommissar machen und dann müsste der Schlüssel da drin sein, wahrscheinlich, ne? Ja. Ah, okay. Gut. Kannst du rechts mal. So. Oh nein, will ich nicht. Und jetzt? Aber jetzt habe ich immer noch nicht den Schlüssel. Was steht da? The past holds back. Look closer. Past holds back. Man soll genauer hinsehen. Oder näher hinsehen. Kannst du irgendwas anderes? Okay, guck mal, ob die Tür jetzt wieder irgendwie auf ist. Vielleicht. Ah! Da ist eine neue Tür. Da oben steht drüber Never Forget. Niemals vergessen. Ja. Muss ich dich daran? Ja. Ja. Ach, das geht mal so auf. Okay, aber... Oh, da ist irgendwas Gruseliges passiert. Und das wackelt noch. Was ist denn da? Was zu essen? Ja. Kann ich das nehmen? Ich glaube, wir haben keine Nee, mehr. Wir haben Kekse, ne? Aber sieht ziemlich frisch aus noch. Der Stuhl wackelt ja auch noch. Ja. Kann man da irgendwas nehmen?
Ist da so? Da geht auf jeden Fall noch eine Tür. Ist hier noch was zu öffnen? Nee. Nee, ist das? Wir können durchlaufen, glaube ich. Hier? Ja. Mhm. Diese Zettel immer überall. Mhm. Ziemlich unordentlich. Die sind aber auch nicht, nicht wirklich wichtig irgendwie, nee, ne, oder? Nee. Ich glaube, in dem Spiel geht es eigentlich darum, irgendwelche Sachen zu finden. Ich glaube, man soll quasi durchlaufen und dann die wichtigen Sachen. Ja, aber ich, ganz ehrlich, du sagst, das ist noch, in der, noch am Anfang des Spiels. Ja, also die Entwicklung des Spiels kommt natürlich weiter, aber das, was jetzt schon drin ist, ist schon. Also es geht bis zu einem gewissen Grad. Ich habe gedacht, das wäre ganz gruselig, dass ich hier fast vom Stuhl falle. Ja, das habe ich auch gedacht. Da passiert ja nichts. Nee, noch nicht, kommt wahrscheinlich gleich. Ja, wo muss ich denn dann noch überall hinlaufen? Oh, ja, das ist ja noch nicht so gefährlich, ne, oder? Nee, also Hidan hat sich ziemlich erschrocken. Ehrlich? Ja, aber der war wahrscheinlich auch innerhalb kürzester Zeit viel schneller in anderen gruseligen Räumen. Ja. Hat nicht so lange gebraucht wie ich hier. Ja, macht ja nichts. Kann alles geschnitten werden. Von da sind wir gekommen. Ich glaube, wir müssen jetzt nach da. Da? Fast, ja. Ah, wieder alles anders. Da ist auch irgendwas. Was ist denn da los? Irgendwas rausgebrochen. Ja, aber das ist nicht wirklich was Wichtiges. Nicht wichtig, ne? Nee. Einfach mal geradeaus durchlaufen da. Oh, jetzt habe ich doch ein bisschen erschreckt. Nur ein bisschen. Ja. Nee, nochmal dicht dran. Bis das Symbol. Genau jetzt. Die ist auf jeden Fall wieder hinter mir zugegangen. Echt? Ja. Immer die jetzt zu, ne? Da ist schon wieder, da fliegen die Flaschen da durch die Gegend. Oh, hier ist aber auch ordentlich. Ja, auch nicht, wurde auch nicht gefeiert. Ich höre gerade irgendwas. Ah, eine Ratte war das Geräusch. Ich habe jetzt direkt in den Kamin reingelaufen. Ich habe was quietschen gehört. Was liegt da? Teddy. Teddy. Okay. Bücher. Okay. Es hört sich am Ende so. Okay. Das ist die Ratte, die gerade gegrillt wird. Nee, das ist die Ratte, die quiekt. Weil hier ist nix. Nee. Aber auch wirklich nix. Nee, guck mal nach links nochmal. Geht's da hinten weiter? Nee, ne? Nee. Was ist da? Nee. Zu dem Großen da? Ja. Ja, da steht irgendwas bestimmt, ne? Oh. Oh, was ist denn jetzt los? Jetzt ist er verschwunden. Da ist noch seine Hand. Ja. Der ist durchs Bild gerutscht. Und jetzt? Weiß nicht, jetzt kannst du wahrscheinlich wieder rauslaufen. Meinst du, dass ich jetzt da durch die Tür... War das ein Geist? Ich weiß es nicht. Ich schnell raus. Geht das jetzt raus? Der Stockfenster, wo ich gerade hingehe. Okay. Die ist gruselig. Ja. Was hat die jetzt? Wo bin ich jetzt? Das ist auch unmächtig, ja, ich kann mich irgendwie. Ich lieg, glaube ich, ne? Oder? Ja. Ich stehe gerade auf.